wird es wieder wahnsinnig warm. Ist aber auch wirklich kein Wunder. Für ein lichtdurchflutetes Dachgeschoss sorgen bei Ehepaar Fiedler aus Chemnitz große Fenster. Um sich vor einem zu viel an Sonne zu schützen, haben sie über Außenjalousien nachgedacht. Hier ist das Problem, es ist eine Mietwohnung. Und das ist natürlich problematisch, von außen irgendwas anbringen zu können. Blieb nur der Schutz von innen. Und den bieten hier neuartige Sonnenrollos. Wie ein Spiegel stoppt eine reflektierende Schicht auf deren Außenseite das heiße Sonnenlicht. Der Effekt der Rollos ist, dass wir deutlich merken, dass die Wärme draußen bleibt. Bei herkömmlichen Sonnenrollos mit reflektierender Außenschicht wäre es innen jetzt aber stockdunkel. Anders bei diesen Rollos. Hier dringt noch Licht in den Raum. Von innen kann man sogar durch die Rollos hindurchschauen. Während außen die Spiegelschicht das Sonnenlicht reflektiert, kommt innen noch genügend Tageslicht ins Zimmer, ohne zu blenden. Was man von außen ebenfalls nicht sieht, innen sind diese Rollos mit Mustern versehen, dank einer Weltneuheit. Was sich genau dahinter verbirgt, zeigt uns einer der Erfinder. Von Jörg Wolfram aus dem sächsischen Limbach-Oberfrohna wollen wir zuerst wissen, was ist das eigentlich für ein wundersames Material? Ja, das ist eine Polyesterfolie, die ist auf der Außenseite Aluminium beschichtet. Und auf der Innenseite kann die in den verschiedensten Farben und Dekoren eingefärbt werden. Die Folie ist nach wie vor noch transparent, von innen nach außen kann man also durchschauen. Weil die Aluminiumschicht hauchdünn aufgetragen wurde, ist die Folie auf der dem Licht abgewandten Seite transparent, während sie auf der dem Licht zugewandten Seite die Sonne reflektiert. Solche Spezialfolien gibt es schon länger, doch nun ist es den Spezialisten aus Limbach-Oberfrohna erstmals gelungen, die Folie auch von einer Seite zu bedrucken. Endlich genügt das Hightech-Material damit auch dekorativen Ansprüchen. Durch ein patentiertes Verfahren sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Wir probieren es aus und geben das einfach genial Logo in Auftrag. Die Vorlage jedes Musters wird vorher spiegelverkehrt auf Papier gedruckt. Auf das Papier wird die Folie gelegt. Oder wie hier über größere Flächen gerollt. Wichtig ist, dass die Spiegelfläche nach oben zeigt. Ist alles schön glatt gezogen, geht es hinein in die Maschine. Unter hohem Druck und Hitze dringt die Farbe dann in die Polyesterfolie ein. Das ist ein sogenanntes Thermodruckverfahren, wo die Farbe nicht oberflächlich aufgebracht wird auf die Folie, sondern wo die Farbe in das Polyestermaterial eindringt und damit kann die auch von der Folie nicht wieder entfernt werden. Also das ist eine sogenannte Tiefenfärbung und die ist eben nicht so stark und intensiv, dass es jetzt komplett die Folie blickdicht macht, sondern man kann, wie gesagt, nach wie vor durch das Material noch durchschauen. Alles ist auf den Hundertstel Millimeter berechnet, denn die Farbe durchdringt die hauchdünne Aluminiumschicht auf der Folie nicht. Nach einer halben Stunde in der Presse ist das Muster vom Papier in die Polyesterfolie gepaust. Und damit auch unser Auftrag erfüllt.